Hallo, meine guten Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Cross. Wir haben in der letzten Folge Van rekrutiert, er ist völlig nutzlos und jetzt gehen wir in Viper Manor. Wenn wir zurückdenken, wir haben einen Tipp von einem Soldaten bekommen, wir sollen uns bei General Norris erkundigen, um da durchzukommen. Und jetzt gehen wir mal in Viper Manor rein. Hallo? Sir Norris ist im Keller, Sir. Das haben wir gebraucht und... Wow, sieht Viper Manor mies aus, aber... Ihr müsst bedenken, Leute, wir sind bis jetzt nur im Viper Manor der anderen Welt gewesen, also in der Welt, wo, naja, momentan das absolute Chaos herrscht. Und das ist jetzt die Originalwelt und Viper Manor, naja, Schatten seiner ehemaligen selbst. Nun denn. Schauen wir mal weiter, was es hier so gibt. Hey, ist das nicht Radius da vorne? Jawohl, das ist er. Moment! Ich glaube, es ist 4 Jahre her, seit ich von den Dragoons weggegangen bin. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich war schockiert, wie ich den Tod von Drario gehört habe, der 3 Jahre zuvor liegt. Und nun sind der General und die anderen als vermisst gemeldet. Die Villa ist in Trümmern. Ich habe mir die Freiheit genommen, meine eigenen Untersuchungen anzugehen, aber ich habe nichts entdecken können. Alles, was ich wusste, ist ein Mann namens Lynx, sich den General angenähert hat und ihn in eine Art Vorfall involviert hat. Der einzige Unterschied mit der anderen Welt, wovon du geredet hast, ist, dass etwas dem General vor 3 Jahren passiert ist. Ich hoffe, dass dieser Norris-Typ etwas weiß. Ich weiß von nix. Ich war nicht mit seinem Plan involviert. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Wer hat dich gefragt, Harley? Naja, wie wir sehen, Viper Manor ist ein Schatten seiner selbst. Wir können nicht viel machen, wir können auch obviously nicht die Villa da besuchen, weil, naja, seht ihr, es ist ein Trümmer seiner selbst. Was wir aber tun können, ist, wir können in den Brunnen da gehen. Oder? Sir Norris ist im Keller, bitte tretet durch diesen Brunnen ein. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Go down? Yes. Und wir landen hier im Brunnen. Hier waren wir schon mal, allerdings in der anderen Welt. Und naja. Wir können jetzt da durchgehen. Erinnert euch, vorher war da ein Gitter, jetzt können wir da durch. Was ziemlich nice ist. Und wir das auch brauchen. Und wir landen hier in dieser Kanalisation. Hier waren wir noch nie. Aber wir können uns hier ein bisschen umgucken, weil wir das können. So, was wir tun, wir rennen sinnlos durch die Gegend, nicht wirklich. Sondern wir gehen jetzt da einmal drumherum, weil hier haben wir einen Schatz mit einem Mithrilhelm. Nehmen wir doch gerne und den rüste ich mal gleich aus an Miss Harley. Miss Harley. Miss Harley kriegt da mal... Na, sie kriegt den Mithrilhelm. Why the hell not? So, hätten wir schon mal das. Und was ich auch schon mal tue, das hätten wir... ach, you know what. Lassen wir das. Was wir jetzt noch tun können, soweit wir können, dieses Fass darunter stoßen. Und dieses Fass... bewegt sich wie auf Schienen daher. Ja, das ist schon mal das, was ihr tun könnt. Und wie ihr vielleicht ahnt, es gibt noch ein zweites Fass. Das zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich den richtigen Weg finde. Aber da können wir leider noch nicht dran. Seht ihr, der eine Soldat blockiert ist. Was not good ist. Ist nicht gut. So. Wir gehen jetzt wieder die Treppen runter. Ich habe null Orientierung, wieso
Auch im Real Life. Ohne Witz, ich habe im Real Life nichts, was sich Orientierung nennt. Ich würde mich sogar in der Telefonzelle verlaufen, ganz ehrlich. Naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Und hier. Sir, Sir Norris ist über der Leiter, Sir! Ja, wir gehen jetzt da hoch und besuchen mal diesen Typen. Was haben wir da? Und wie ihr unschwer können könnt, wir sind wieder im Knast. Allerdings, mit dem feinen Unterschied, wir können da nicht hoch, dafür da rein. Was ziemlich nice ist. Und wir auch brauchen. Verschlossen. Verschlossen, da kommen wir überall noch nicht dran. Und, naja. Was haben wir hier? Ihr findet Sir Norris hier. Na, dann gucken wir mal, was das für ein Typ ist. Dieser Norris scheint ja wohl Muskelpaket zu sein oder sowas. Mal looken. Hey, Cloud-Verschnitt. Wow, der sieht wirklich fast so aus wie Cloud. Sir Lynx, es ist eine Weile her, Sir. Ein Cloud mit Glätteisenhaar. Wie Sie sehen können, ist das Manor in Trümpeln. In Trümpeln, genau. In Trümmern, meine Fresse. Ich kann nicht lesen. Tut mir leid. Es gibt noch kein Lebenszeichen vom General oder den anderen. Wir untersuchen immer noch das Areal, aber es scheint, dass die Frozen Flame nicht hier ist. Sir, bist du wirklich Sir Lynx? Ihr scheint mir anders als das letzte Mal, als ich mich entsinne, wie ich mich entsinne. Das stimmt. Dieser Mann ist nicht Lynx. Entschuldigen Sie, Sir, aber wer sind Sie überhaupt? Ich bin Radius, ein Dragoon in Rente. Wie dem auch sei, ich bin vor 4 Jahren in Rente gegangen. Genau wie ich gerade erzählt habe. Also sind Sie, Radius, eine der früheren 4 Devas. Es ist eine Ehre, Sie zu treffen, Sir. Ich glaube euch, Sir, aber es ist hart zu akzeptieren, dass dieser Mann nicht sehr Lynx ist. Er sieht vielleicht aus wie Lynx, aber sein Geist ist der eines anderen. Das ist ziemlich seltsam, wenn ich das mal so sagen darf. Es liegt an dir, an was du glauben willst. Also, welche Angelegenheit hast du mit Lynx zu besprechen? Hast du etwas aufdecken können über das Verschwinden des Generals? Du würdest uns damit einen großen Gefallen tun, wenn du uns sagst, was du weißt. Nun gut, ich sage euch, was ich weiß. Okay, es wird ziemlich interessant. Es war übrigens der Lynx, der zu uns kam und uns über die Existenz der Frozen Flame in El Nido aufklärte. Wenn man vom Hauptkontinent ist, haben wir seine Existenz bezweifelt. Also wurde ich ins El Nido Archipelago geschickt als ein Spion. Ich habe den Zielort bis zum Viper Manor zurückverfolgt, aber es scheint, dass General Viper und seine Männer auch auf der Suche nach der Flame sind. Später wurde ich sogar nach Porre zurückgerufen. Aber dann war es so, ich hatte gehört, dass General Viper und seine Männer verschwunden waren und dass das Männer zerstört wurde. Ich habe nur gehört, dass ich habe nur sicherstellen können, dass der General und seine Männer zum Dead Sea gefahren sind, also zum Toten See. Der Tote See ist ein Ozean, der im Westen ist, umgeben von Korallen. Früher wurde es der See von Eden genannt, aber an diesem Tag hat es niemand mehr gewagt, dort einzutreten.
Wir haben dieses Areal untersucht, aber mit keinem Erfolg. Wir konnten keinen Eingang finden. Das warst du, Sirling. Es liegt an dir. Oder du bist das, Sirlings. Der sich gewünscht hat, diese gestörte Welt zu verändern, indem man die Frozen Flame benutzt. Und Harley springt. Oh la la, solche großen Träume, mon cher Links. Sei ruhig! Zuh. Also der Tote See. Dieser Ozean wurde vorher der See von Eden genannt, bis vor dem Ereignis vor 3 Jahren. Vielleicht war das der Hinweis, wo wir suchen sollen. Wenn wir einmal Links Pläne aufgedeckt haben, sollte es uns leicht fallen, denen entgegenzutreten. Plant ihr, zum Toten See zu gehen? Es gibt keinen Weg dorthin. Wir haben überall nach einem Eingang gesucht, aber mit keinem Erfolg. Niemand weiß überhaupt etwas darüber. Ja, ich zweifle, du wirst in der Lage sein, reinzukommen. Ich bin sicher, die Halbmenschen auf Mahabiu wissen etwas darüber und nicht diese normalen Menschen. Speziell die Leute vom Hauptkontinent. Vielleicht geben sie uns einen Hinweis, wo wir anfangen sollen. Dann darf ich Ihnen beitreten, Sir? Ich möchte es wissen. Ich möchte wissen, ob die Frozen Flame wirklich existiert. Und über alles, was passiert ist. Wie sieht's aus? Mich? Aber natürlich. Ich werde diesen Mondschirlings folgen. Dieser Typ ist nicht länger Mondschirlings. Es gibt ein Militärboot, das in Termina angelegt hat. Lass uns dieses benutzen. Und Norris hat sich in unsere Party eingetragen. Woohoo! Norris! Ja, was soll man dazu sagen? Norris ist ein ziemlich guter Charakter. Aber ich werde den noch nicht in die Party reinholen. Einfach aus dem Grund... Sage ich euch später. Aus dem Grund, weil wir noch 2 andere Partymitglieder holen werden, die ich sehr gerne dabei haben möchte. Und wie ihr seht, wir sind jetzt im Militärdock angekommen. Ist hier da irgendwas? Nö. Nope. Absolut nichts. Ja, gucken wir uns hier mal um. Und zwar... Was wir jetzt noch tun werden in dem Part, wir gehen auf das Boot. Das ist das tolle Militärboot, was wir nicht bekommen. Haha, April Fools! Ich zeige euch, wir kriegen das Boot. Dieses Boot. Das ist mein Boot. Das ist mein Boot, das möchte ich haben. Was ich jetzt tun möchte noch, bevor ich diesen Part beende... Und wir erstmal unsere Kreise ziehen. Es gibt etwas, was ich tun möchte. Und ich glaube, ihr habt nicht gedacht, dass wir diesen Ort so schnell wiedersehen. Nein, nein, wir gehen nämlich wieder nach Pyreshore. Aus einem bestimmten Grund. Ich möchte mir ein Partymitglied holen. Und zwar ein nicht gerade schwaches Partymitglied. Und ich bin da relativ vorsichtig in der Gegend, weil... ich den falschen Knopf drücke. Weil normalerweise kommt man erst sehr, sehr, sehr viel später dorthin. Aber wir machen es jetzt halt, weil... wir es können und so. Wow, wow. Weg, geh weg, 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 weg. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin... Ah! Verdammt. Ja, danke PlayStation Network. Leck mich.
Wir haben Cat Burglar, wir haben Hot Doggedies again. Und ich sag euch gleich, unterschätzt die nicht, die sind gefährlich. Besonders der Cat Burglar hier macht mir Sorgen. Haha, Frozen kann sich nicht bewegen. Finde ich gut. Madame Sprig? Würden sie treffen? Bei, oh, seht ihr den Schaden? Seht ihr diesen Schaden? Genau deswegen sage ich, das ist noch nicht der Ort, wo wir eigentlich hin sollen. Aber ich will dieses Partymitglied haben, weil ich möchte das momentan lieber haben als Norris. Um ehrlich zu sein. Oh, mach mal Moonbeam. Außerdem, naja, mein Gott, wir können ein bisschen trainieren. Oh, Cat Burglar. Au. Ja, okay, das war, gelinde gesagt, gar nichts. Oh, Knarrbone. Autsch, autsch. Au. Fucking Bastard. Komm, Holy Light. Nur für dich. So. Hohoho. Das tat weh. Gnarbone. Oh, das könnte ziemlich wehtun für Links, aber hey, er schlägt sich noch gut. Machen wir mal Recover All. Wir heilen uns mal erstmal, weil So, Harley, was machst du? Du machst Freefall. Mir ist danach, Feinden einfach in die Luft zu schleudern. Und es wird heute mal ein etwas längerer Part. Weil ich möchte zumindest noch zu einem bestimmten Ort kommen. Und danach werde ich auch den Part beenden. Seht ihr, kriegen nicht einmal Stat-Bonus, aber wir kriegen Komponenten. Von daher, es hat sich zumindest halb gelohnt. Und wie gesagt, seid bloß vorsichtig. Alles hier kann tödlich sein. Alles will euch töten. Und deswegen tut euch einen Gefallen und rusht da bloß schnell durch. Ice Breath. Gut. Haben wir das auch geklärt? Na komm, geh hoch. Truhe. Die Nidorite. Wichtig. Die Nidorite kriegt man normalerweise erst viel später. Und das ist schon das nächste Equipment, was ihr bekommt. Ist ganz nützlich, wenn ihr es jetzt schon holt, weil, naja. Können wir eventuell schon eine neue Waffe für Monsieur Lynx machen? Monsieur Lynx? So. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen dem Trottel hier ausweichen. Metal Gear! Jawohl! Haha! Metal Gear, Bitches! Nimm das! Fort Dragonia! Genau da wollten wir hin. Mit dem feinen Unterschied, wir sind in der Heimatwelt, wir müssten eigentlich erst sehr, 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 sehr viel später dorthin. Jetzt sind wir da. Was ich jetzt tun werde, und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ich darf die ganzen Rätsel... Na? Kriegt ihr es raus? Kriegt es raus? Kriegt es raus, bevor ich in den nächsten Bildschirm gehe? Ja, ich darf die ganzen Rätsel nochmal von vorn machen.
Mit dem feinen Unterschied, das werde ich diesmal offscreen machen. Es gibt einige Sachen abzustauben, die Monster sind hier knallhart, aber es gibt zum Glück hier keine Endbosse. Das heißt, es gibt keinen Giant Gloop, es gibt keinen Taurusoid, es gibt keinen Son of a Gun und es gibt keinen Bunyip. Was ich aber jetzt tun werde, ich werde speichern. Einmal hier. Saven. Save. Gut so. So. Wir speichern hier. Jawohl, ja. Und wir haben es geschafft. Hooray. So, dann würde ich sagen, ich mache erstmal Schluss für heute. Ich werde offscreen, wie gesagt, die ganzen Rätsel machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn der ganze Shenanigans rum ist. Und es wieder heißt, Let's Play Chrono Cross. Ich bin Mahagon LP. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut.